Hallo, ich habe soeben auf Facebook diese Nachricht von Pixar gefunden. Es scheint sich um ein neues Pixar-Projekt zu handeln, neuer Pixar-Film, der nächstes Jahr im Juni in die Kinos kommen soll, mit dem Titel Elemental. In a city where fire, water, land and air resistance live together. A furry young woman and a go-with-the-flow-guy are about to discover something elemental. How much they actually have in common, directed by Peter Sohn und produziert von Denise Rehm, Disney Pixars. And Pixars Elemental erscheint im Juni, 16. Juni 2023. Also es geht um eine Stadt. Ich habe hier auch ein erstes Artwork schon gefunden. Das ist von das habe ich auf Instagram gefunden. Um eine Stadt, wo, oh, ich blende es nochmal ein, Moment, wo praktisch die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft miteinander leben und, tja, irgendetwas geht es hier mal wieder auf den Grund. Ja, erste Theorien, erste Meinungen. Ich finde, es ist mal wieder eine gelungene Idee, etwas, was es so noch nicht gab. Jetzt werden welche kommen und sagen: Ha, Moment, 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 was ist mit Avatar, der Herr der Elemente? Ja, bei Avatar, der Herr der Elemente, Moment, da kann ich vielleicht auch ein Bild als Unterstützung einblenden. Da geht es vielmehr um Menschen, die Fähigkeiten besitzen, die Elemente zu kontrollieren. Und der Avatar in dieser Geschichte ist immer derjenige, der alle Elemente auf einmal beherrschen kann. Und der eine oder andere kennt vielleicht diese Geschichte, wo dann die Vertreter des Elements Feuer aus der Feuernation im Rest der Welt den Krieg erklären und alles irgendwie für sich kontrollieren wollen. Kennen wir die Geschichte bestimmt. Der ein oder andere, ja, es sieht zwar aus wie ein Anime oder Manga, ist aber made in Nickelodeon. Zurück zu Pixar. Hier, glaube ich, geht es aber um die Elemente selbst. Also wie zum Beispiel bei Alles steht Kopf, die Gefühle personifiziert sind oder waren. Wie zum Beispiel auch in den Es war einmal das Leben Geschichten, wo es um den menschlichen Körper geht, wo die Blutkörperchen und die Nervenzellen und so weiter und so fort personifiziert wurden. War das auch bei Alles steht Kopf so. Und jetzt hier sind es eben die Elemente. Ja, ich bin echt gespannt, weil hier sieht man in der Zeichnung, in der Konzeptzeichnung, so wie es aussieht, das Element Wasser auf der linken Seite und Feuer auf der rechten Seite. Und ja, Wasser und Feuer können sich eigentlich nicht berühren. Ohne dass zumindest das Feuer dann gelöscht wird oder irgendwie. Ich glaube, es wird ungefähr darum gehen. Meine Theorie ist, dass irgendwie in dieser Stadt, wo diese Elemente wohnen, irgendwie alles in das Gleichgewicht in der Welt oder eigentlich sogar im ganzen Universum zusammenhalten müssen. Weil die Elemente sind ja im ganzen Universum. Es ist übrigens auch interessant, weil es gibt ja verschiedene Arten von Elementen. Es gibt ja, wenn man jetzt das Ganze chemisch und physikalisch betrachtet, gibt es ja mehr wie vier Elemente, ne? Also zum Beispiel Wasserstoff, Sauerstoff und so weiter. Aber es gibt ja dann auch die Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde. Ist es aus der Mythologie oder aus der Alchemistenzeit, glaube ich, irgendwie sowas? Aber nicht überall auf der Welt, in allen Kulturen gibt es vier Grundelemente. Ich glaube, in Japan gibt es noch ein fünftes, und zwar das Metall als Grundelement. Kann mich jetzt aber auch täuschen. Das war's. Ich bin gespannt darauf. Ich wollte jetzt eigentlich nur eine Minute schnell ein Short-Video draus machen. Jetzt babbel ich schon fast 5 Minuten. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn ihr was wisst, gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns. Gibt's Supernova. Over and out.